Und zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge hätte ich ja eigentlich den Boss aufgenommen, Osiris. Bloß, da hat sich meine Software wieder aufgehangen. So dass der Boss jetzt schon tot ist und ich es leider nicht aufnehmen konnte. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Das zweite Mal jetzt schon. Ich muss vielleicht mal schauen nach einem Software-Update oder irgendwie sowas. So, jedenfalls sind wir jetzt hinter dem Boss Osiris. War so eine Tür, die konnte man öffnen. Und da ging es dann weiter in das neue Gebiet hier. Unbehütete Gräber. Schauen wir mal, wo sie weitergeht jetzt. Bin ja hier schon ein bisschen vorgedrungen in das Gebiet. Und da hat uns da hinten so ein Finstergeist erwartet. Den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Vielleicht kommt der uns ja nicht hinterher jetzt. Becky. So, down. Sehr gut. So. Wie mal das jetzt. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wird jetzt wieder so ein blöder Finstergeist kommen. Ja, genau, hier liegen meine Seelen. Ich hatte den eigentlich gekillt und bin dann mit dem gleichzeitig in den Abgrund gefallen. So, schauen wir mal hier weiter. Ist hier unten Loot oder sowas? Gehen wir einfach mal runter. Loot nicht, aber Gegner. Okay. Der ging ja recht schön. Schießt hier auf mich? Wer schießt hier auf mich? Okay, du schießt auf mich. Da unten ist einer. Liegt jetzt aber kein Loot, was ich gesehen habe. Stirb, Vieh. Okay. Bye. Jetzt Ruhe hier. Hier auch noch einer. Ne, hier ist keiner. Jetzt gehen wir aber doch mal da hoch. Ob da noch irgendwo Loot rumliegt. Mal schauen, dass wir alle. Boah. Ah, genau. Das war nämlich auch im Startgebiet. Bist du ruhig? So, okay. Noch einer. Da stehen ganz schön Gegner rum. Hier auch noch einer? Nee. Okay. So. Dann gehen wir mal da rein. Hier war damals der erste Boss und ich würde jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich kommt jetzt auch wieder ein Boss. Boss Time in Dark Souls 3, liebe Freunde. Okay, hab recht gehabt. Ist ein Boss. Ich probiere jetzt gleich mal das Harmonium auf den zu wirken. Okay, ich gebe Bossen nicht. Das wäre zu geil gewesen. Wollen wir Ausdauer regenerieren gleich? Genau. Ach, scheiße. Boah. Estus nehmen.
Okay, der haut immer zweimal, merken. Was ist das denn, Mensch? Egal. Boah, Alter, was macht der denn hier, ey? Lass mal Papa in Ruhe jetzt. Boah, oh, 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 oh. Haut die Decken einfach weg. Okay, jetzt wird er schon krass, jetzt wird er schon aggressiv. Estus nehmen. Mei. Mei, die kannst du ja gar nicht parieren hier. Lass mich doch mal Ruhe, Mensch. Jetzt wird er böse. Boah. Mei. Gut. Mann, 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 Mann. Ja, egal. Komm, lass mir den Estus nehmen. Und ganz ruhig bleiben. Komm, komm her. Nein, ich will die raus. Nein, nein. Er war fast tot. Okay, nächste Try liegt da. So, jetzt werde ich aber erstmal. Werde ich jetzt raus und raus. Okay. Schade, dass ich jetzt gleich durchrennen kann und gar keine Gegner mehr machen muss. Nein. So, okay. Erstmal meine Seelenstelle holen, weil es doch ein paar tausend sind. Wollen wir ja nicht verlieren. Naja, war klar, dass er mich wieder trifft. Thank you.
Mei, warum trifft er mich denn da immer? Mei, geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. Mei, was ist... Kommst du nicht ran an den? Kann ich dich eigentlich nicht backsteppen? Mann. Nein! Boah. Alter, der ist hart. Der ist hart. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, ich flipp aus. Nein, das gibt's nicht. Weg, Mensch, weg, Digga! Boah! Mein Gott, was hat der für eine Rage? Drei ist es noch. Nein. Ich flipp aus. Komm her, du Pissnelke. Letzter ist es. Vogel, ey. Boah. Jetzt noch kommen. Erst Papa in Ruhe. Okay. Blut. Nein! Vorne braucht nicht mehr viel, Mensch. Nein, komm, jetzt lass mich noch mal in Ruhe. Oh, der braucht nur einen Schlag. Ein, zwei Schläge noch. Boah, ich sterb wieder. Ja! Oh! Ich hab ihn geschafft. Oh, er ist down. Oh, ich muss sagen, das war jetzt wirklich, also von der Aufregung her, einer von den schwersten Bossen bis jetzt.
Erstmal durchschnaufen. So, da holen wir uns auch schnell den Loot. Oh, leck. Glaive des Schwarzen Ritters. Schauen wir uns gleich nochmal an, die Waffe. Glaive des Schwarzen Ritters. Diese hier. Oh, skaliert. D, benötigtes Attribut, Stärke 28, Geschicklichkeit 18. Hätte ich es sogar. Gewicht 9. Die werden wir mal ausrüsten. Den Bogen tun wir mal weg. Aber wahrscheinlich bin ich immer noch zu spät. Nee. Aber ziemlich langsam. Alles klar. Wow. Probieren wir es einfach mal aus, die Waffe. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt aber erst schnell. Also ich gehe nochmal schnell zurück zum Leveln und dann machen wir gleich hier weiter. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht in dem Gebiet, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten tut. Oder wenn ihr mir auch ein Abo da lasst, dann verpasst auch keine Folge mehr. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.